Ja, die Schalte von Kanzlerinnen und Ministerpräsidenten hat keine großen Schritte für Öffnungen gebracht, sondern Ankündigungen, wo Konzepte zu erarbeiten sind. Mit jedem Tag der Einschränkungen werden sie begründungsbedürftiger. Es ist wichtig, dass in unserem Rechtsstaat die Einschränkung von Freiheiten begründungsbedürftig ist, nicht ihr Gebrauch. Und insofern brauchen wir hier endlich bessere Konzepte. Wir erwarten, dass mit Priorität für Bildung und Wirtschaft Planungssicherheit geschaffen wird, dass jetzt die Zeit genutzt wird, die offenbar in den letzten Wochen nicht genügend genutzt wurde, um die Sicherstellung des Gesundheits-, des Infektionsschutzes mit einer Wiederaufnahme von Bildung und Wirtschaft in Einklang zu bringen. Da muss in der nächsten Woche mehr kommen, denn es geht um den notwendigen Infektionsschutz und dafür darf die Freiheit so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich eingeschränkt werden. Denn, und das ist gerade am Tag jetzt mit Blick auf vor dem 1. Mai wichtig auch noch mal zu sehen, Deutschland steht jetzt vor der größten Wirtschaftskrise seit des Zweiten Weltkrieges. Und da ist die Frage für viele Menschen auch, dass sie ganz klar gesund durch die Krise kommen wollen, durch die Corona-Krise, aber danach auch noch einen Arbeitsplatz haben wollen. Und deshalb ist jetzt einiges geboten, nämlich zum einen die Planungssicherheit zu schaffen, wie wir unter Wahrung des Gesundheitsschutzes Planungssicherheit für die Wirtschaft schaffen, um wieder den Betrieb wo irgend möglich aufzunehmen und schließlich neue Prioritäten setzen. Wir müssen eine Vorfahrtregel für Wachstum und Arbeitsplätze haben bei allen politischen Maßnahmen. Wir müssen alles tun, was dem Erhalt von Arbeitsplätzen und der Erleichterung, neue Arbeitsplätze zu schaffen, dient und alles unterlassen, was diesem Ziel entgegensteht, was es erschwert, Arbeitsplätze zu schaffen. Und wir müssen mit dem so guten Instrument der Kurzarbeit, und die Zahlen sind besorgniserregend, dass schon für über 10 Millionen Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet wurde, dieses gute, bewährte Instrument, was eine Brücke ist aus der Krise in die Zeit nach der Krise, das ist bewährt und es kommt jetzt darauf an, dass es für möglichst viele, die es brauchen, schnell und unkompliziert zur Verfügung steht. Wir müssen ja aber auch aufpassen, die Ressourcen sind dort begrenzt, dass uns hier nicht finanziell die Luft ausgeht. In der Krise wurde geklotzt statt gekleckert und es muss auch was zum Klotzen da sein. Das wird nicht auf Dauer der Fall sein. Deshalb müssen wir das sehr zielgenau und bedacht einsetzen, damit es viele schnell und unkompliziert bekommen. Und schließlich brauchen wir für eine Wiedergesundung unserer Wirtschaft nach dieser Corona-Krise, und das wird uns länger beschäftigen, nicht nur der Kampf gegen den Virus ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Auch die wirtschaftliche Gesundung wird eine Langstrecke sein und kein Selbstläufer. Dafür brauchen wir Entlastung von Menschen und Betrieben. Wir brauchen neue Substanz, die uns auch über Schwierigkeiten trägt, Eigenkapital für Menschen und Unternehmen. Und deshalb sollte es nicht um Substanzbesteuerung gehen, sondern um Entlastung von Menschen, um die Abschaffung des Soli, rückwirkend zum 1.1. vollständig, um die Abschaffung des Mittelstandsbauches bei der Einkommensteuer, dass wir kleine und mittlere Einkommen, Unternehmen, fleißige Menschen der arbeitenden Mitte entlasten und schließlich, dass wir auch für unsere Unternehmen in Deutschland bessere Investitionsbedingungen schaffen mit verbesserten Abschreibungsbedingungen. Darauf kommt es jetzt an, auf Vorfahrt für Arbeitsplätze und Wachstum, damit auch der 1. Mai ein Tag der Arbeitsplätze ist und viele Menschen weiter berufliche Perspektiven haben. Vielen Dank.